Atmen für ein stärkeres Selbstbewusstsein. Hallo, liebes Glückskind. Heute möchte ich mit dir eine einfache Atemmeditation durchführen, die jedoch eine große Wirkung auf dein Selbstbewusstsein und deine Fähigkeit zur Entspannung hat. Entspannung heißt dabei nicht, dass du wie ein nasser Sack in dir zusammenfällst, sondern dass du eine gewisse Grundspannung aufrechterhalten kannst, ohne dich dabei zu verspannen. Und dass du das Wechselspiel zwischen Anspannung und Entspannung beherrschst. Der Atem verbindet dich unmittelbar mit deiner Umgebung. Durch ihn trittst du mit deiner Umwelt genauso in Kontakt wie mit der Sprache. Du teilst die gleiche Luft mit anderen und die Luft, die ein anderer gerade ausgeatmet hat, atmest du ein und umgekehrt. Diese Luft enthält nicht nur winzige Mikroorganismen und natürlich unterschiedliche Gase und weitere Substanzen. Sie ist auch der Träger von Informationen jeder Art. Durch deine Atmung bist du also an dieses große Energiefeld angeschlossen und nimmst einerseits Informationen daraus auf und gibst andererseits Informationen an dieses Netz weiter. Lass dir das einmal durch den Kopf gehen. Wem fiele da nicht der Vergleich mit dem Internet ein? Tja, kein Wunder also, dass der Atem in den meisten spirituellen Traditionen eine solch große Rolle spielt. Durch diesen Austausch sammeln wir dabei auch emotionale Energie, beziehungsweise setzen diese frei. Dabei beeinflussen unsere Emotionen unsere Atemqualität. Bei Angst atmen wir beispielsweise meist sehr schnell und flach ein und aus. Umgekehrt kann die Art unseres Atems aber auch unsere Emotionen beeinflussen. Tiefes, ruhiges Atmen kann sich also klärend und beruhigend auf uns auswirken. Wenn du in der Lage bist, deinen Atem tief im Bauch zu fühlen, fühlst du dich geerdet und entsprechend selbstsicher. Da auch die Körperhaltung einen Einfluss auf deine Atmung und deine Stimme hat, ist diese Übung eine Kombination aus Atemtechnik und Körperhaltung. Denn so manche Körperhaltung hilft dir dabei, entspannter in eine tiefe Bauchatmung hineinzukommen. Nun, stell dich bitte einmal aufrecht hin, grätsche die Beine leicht auseinander und atme einige Male einfach ein und aus. Als nächstes zählst du im Geiste beim Ein- und Ausatmen mit, so etwa im Sekundentakt. Vermutlich wirst du pro Atemzug irgendwo zwischen 4 und 8 liegen. Versuche nun mit jedem Atemzug das Ausatmen zu verlängern. Kannst du nach einigen Atemzügen doppelt so lange aus wie einatmen? Übe das einige Male, denn dies ist ein ganz wesentlicher Aspekt des richtigen Atmens und das Ausatmen die eigentliche Entspannungsphase.
nun versuche mit der Nase einzuatmen und durch den Mund langsam auszuatmen. Du kannst dabei eine Lippenbremse zur Hilfe nehmen, indem du die Lippen lediglich ganz leicht öffnest, damit der Atem etwas langsamer entweichen kann. Um den Atem weiter zu vertiefen und in den Bauch sinken zu lassen, verschränkst du nun deine Arme hinter dem Kopf. Nun atme erneut einige Male im Geiste zählend ein und aus und schau mal, ob dein Atem schon leichter und tiefer geht. Hast du das Gefühl, es atmet? Oder musst du noch bewusst deinen Atem führen? Beides ist in Ordnung. Atme einfach mit hinter dem Kopf verschränkten Armen weiter. Verbinde als nächstes dein Ausatmen mit einem Geräusch, beispielsweise mit einem Seufzen. Stell dir vor, dass mit jedem Seufzen, also mit jedem Ausatmen, aller Ballast, jede einengende Angst, jeder Ärger, aller Selbstzweifel deinen Körper verlässt. Spüre beim Einatmen, wie dich die Erde hält und dir Kraft und Stabilität gibt. Einfach weiter atmen. Und wenn du das Gefühl hast, dass die Übung nun ihren Zweck erfüllt hat, kannst du die Arme wieder herunternehmen, einige Male hin und her schwenken und die Übung beenden. Sie muss nur wenige Minuten dauern, kann aber täglich angewendet viel für dein Wohlbefinden, dein Selbstbewusstsein und deine Entspannungsfähigkeit tun und mit der Zeit sogar deine Stimme tiefer und selbstsicherer erklingen lassen. Und wenn du einen weiteren Schritt auf deinem Weg der Bewusstwerdung und Transformation machen möchtest, dann besuche mich auf meinen dreitägigen Retreats. Alle Informationen findest du auf chakratunes.com. Und für heute Nacht empfehle ich dir die Einschlafmeditation bei Angst und Stress. Diese Meditation arbeitet auch mit einer Atemtechnik, die dir helfen wird, Angst und Stress loszulassen, um dann in einen friedlichen und entspannten Schlaf zu sinken. Ich danke dir für deine Zeit und dein Interesse und wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis morgen.